Es ist mal wieder Zeit für ein neues Q&A und ja, eure Fragen beantworte ich nach dem Intro. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich habe im Moment Urlaub und eigentlich hatte ich vor, jetzt in dieser Woche kein Video zu machen. Also ich mache ja meistens dienstags und donnerstags ein Video. Aber dadurch, dass ich euch jetzt schon zugebombt habe am Wochenende mit 3 Disney-Vlogs und die sehr, sehr gut bei euch angekommen sind, vielen, vielen Dank dafür. Also wenn ihr die noch nicht geschaut habt, schaut euch das mal an. Wir hatten ein schönes Wochenende, haben auch einen tollen Schlüssel ergattern können. Also es war sehr interessant und ja, wie gesagt, eigentlich wollte ich kein Video machen jetzt am Dienstag, aber jo, das Wetter ist halt eben nicht so pralle, es ist draußen am Regnen, es ist die ganze Zeit am Gewittern, von daher habe ich gedacht, frage ich einfach mal bei Instagram nach, ob ihr irgendwelche Fragen an mich habt und ja, die habt ihr und ich habe auch noch ganz viele alte Fragen und davon habe ich mir jetzt einfach mal ein paar rausgepickt, die ich euch heute dann beantworten möchte. Ja, die erste Frage ist, was heißt die erste Frage, ihr wisst es hier auf YouTube ja noch gar nicht, ich habe einen neuen Mitbewohner oder wir haben einen neuen Mitbewohner bekommen und zwar Merlin. Merlin ist eine kleine Katze und die durfte gestern bei uns einziehen, ist jetzt genau 12 Wochen alt und 3 Tage, also das Alter, wo man Katzen abgeben darf und ist nicht alleine hier im Haushalt, sondern wir haben auch noch 3 andere Katzen. Das liegt halt eben daran, dass ich ja beim Tierarzt gearbeitet habe, praktisch einen Online-Shop dort gehabt habe bei der Tierarztpraxis und ja, da ist mir die ein oder andere Katze natürlich dann schon mal in die Hände gefallen, wo ich dann irgendwie Mitleid hatte und die musste mitgehen. Und ja, jetzt ist leider eine von uns gegangen im März. Die mussten wir leider gehen lassen mit über 16 Jahren. Also die war auch schon sehr, sehr alt geworden, ist aber sehr krank gewesen leider. Und ja, da ist dann jetzt Ersatz eingezogen und zwar mit Merlin. Und Merlin ist noch so ein bisschen scheu, aber ich schaue mal, ob ich ihn hier gerade irgendwo finde und dann zeige ich euch den auch nochmal. Das ist er. Er schaut mich jetzt, du kannst mal vorne in die Kamera schauen. Das ist Merlin. Merlin, wie gesagt, jetzt etwas über 12 Wochen alt. Ja, komm mal lieber hier hinten, nicht an mein Mikrofon. Ist total verspielt, verschmust ohne Ende und ist die ganze Zeit immer nur im Haus unterwegs und möchte am liebsten die ganze Zeit irgendeinen Blödsinn machen. Und ja, ich denke mal, ihr werdet den jetzt mal öfters sehen hier in den Videos oder auch mal bei Instagram, weil ja, es ist meine erste besondere Katze, sage ich jetzt mal. Es ist eine norwegische Waldkatze und die werden ja ziemlich groß. Ich bin mal gespannt, wie groß er dann im Endeffekt wird. Ob er so groß ist wie unsere normalen Hauskatzen, die wir jetzt haben, oder ob er ein bisschen größer wird. Ja, in die Kamera gucken, das hat er noch nicht so drauf. Aber jetzt lassen wir ihn wieder los, dann kann er auch ein bisschen spielen gehen. Ja, wollen wir jetzt mal loslegen mit euren Fragen, die ihr mir so gestellt habt. Fluffy Hamster fragt, welches ist deine Lieblingsattraktion? Das ist sehr, sehr lustig, oder? Weil in jedem Q&A muss ich, glaube ich, diese Frage beantworten, was meine Lieblingsattraktion ist. Ja, ihr wisst es und daran wird sich auch nichts ändern. Es ist Phantom Manor. Welche Ohren gibt es zurzeit im Disneyland Paris zu kaufen? Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Die, die ich jetzt gerade trage, die Geburtstagsohren, sage ich jetzt einfach mal mit Chip und Dale, die sind im Moment ausverkauft. Die sind ja auch heiß begehrt gewesen. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Ohren es zu kaufen gibt. Es gibt ja im Moment diese 30-Jahre-Kollektion, die so schwarz-gold ist. Dann gibt es die einfachen Ohren. Also ich kann euch das jetzt nicht wirklich genau sagen. Vielleicht denke ich jetzt am kommenden Wochenende mal daran, da nochmal genau zu schauen, da vielleicht mal drüber zu filmen, wenn euch das interessiert. Also wenn euch die Ohren interessieren im Disneyland Paris, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann versuche ich daran zu denken. Ja, was magst du gar nicht im Disneyland Paris? Was würdest du dort ändern, wenn du könntest? Es gibt immer irgendwelche Dinge, wo ich sage, okay, das gefällt mir jetzt nicht, aber ich würde nichts ändern wollen, glaube ich. Weil ich nicht was ändern könnte, dann wäre es, dass die Gastronomie ausgebaut wird, dass es dort ein besseres Angebot gibt an Snacks und sowas. Also ich meine jetzt nicht damit die süßen Snacks, sondern auch wenn man zwischendurch einfach mal irgendwas Herzhaftes oder sowas haben möchte. Man hat ja nicht wirklich viel Auswahl. Es gibt mal Burger oder man kann auch Hotdogs essen, diese Sandwiches jetzt im Market House Deli. Aber es ist jetzt nichts irgendwie was Umwerfendes, wo ich sagen könnte, okay, da kann man mal auf die Schnelle hingehen. Das ist was, was ich da schon sehr bemängeln würde. Und klar, mit den Table Service Restaurants, da bin ich eigentlich schon recht zufrieden und freue mich da jetzt auch aufs kommende Wochenende, weil dann gehen wir endlich ins Waltz und am Sonntag ins Agrabah Café. Das ist auch für mich was ganz Besonderes, weil im Waltz war ich schon ewig nicht mehr, seit der Eröffnung noch gar nicht und im Agrabah Café das letzte Mal, glaube ich, vor 5, 6 Jahren. Das war nicht so mein Fall damals, aber ich möchte dem Ganzen nochmal eine Chance geben und wir sind mit Vivi und Kevin unterwegs und ja, es wird auf jeden Fall gut werden. Also von daher, wenn ich was ändern könnte am Disneyland Paris, dann wäre es, glaube ich, das Gastronomieangebot.
Gibt es noch irgendwelche Dinge, die man bei der Einreise in Frankreich beachten muss? Nein, es gibt ja keine Corona-Auflagen mehr oder so. Also ihr braucht euch da jetzt keine Gedanken mehr über Impfungen oder über Tests oder sowas zu machen. Das ist alles fallen gelassen worden. Es gibt da keine Auflagen mehr. Wie das ist im Zugverkehr, wie das ist im Flugverkehr, das weiß ich nicht. Da müsst ihr euch dann bei dem jeweiligen Anbieter, also wenn ihr fliegt, informieren oder wenn ihr mit dem Zug fahrt, dann natürlich bei der Bahn. Darüber kann ich euch nichts sagen, da ich selber mit Bahn und Flugzeug nicht unterwegs bin. Ich bin ja mal mit dem Auto unterwegs. Und für die Leute, die mit dem Auto kommen, kann ich sagen, es gibt keine Auflagen, es gibt keine Kontrollen und keine Sachen, die ihr irgendwie erfüllen müsst, um im Moment in Frankreich einreisen zu können. Braucht man unbedingt den Fotopass, um mit den Charakteren Bilder zu machen? Nein, es reicht natürlich euer Handy. Ihr könnt natürlich mit dem Handy Fotos machen. Es ist natürlich schöner, wenn ein Fotograf dort ist und dann professionelle Bilder von euch macht. Die sind schön belichtet, die sind halt eben dann auch nochmal besonders. Ist aber kein Muss. Also wenn ihr keine Lust habt, irgendwie extra Geld auszugeben oder ihr habt gar keinen Jahrespass, wo ein Fotopass inklusive ist, das ist ja zum Beispiel beim Infinity Pass so, dann müsst ihr nicht extra Geld dafür ausgeben, sondern da reichen auch eure Handyfotos vollkommen aus und das ist auch überhaupt gar kein Problem. Also ich glaube, die meisten Leute machen die Fotos mit ihrem Handy und nicht unbedingt mit dem Fotopass. Das ist, glaube ich, gar nicht so oft. Hast du schon mal eine Tour durch den Park gemacht? Ja, das habe ich tatsächlich schon mal gemacht, aber das ist schon mittlerweile 11 Jahre her. Das war am 30. Geburtstag, also meinem 30. Geburtstag damals. Und das war eine deutsch geführte Tour. Wir haben uns damals dann an der City Hall getroffen mit 4 Leuten. Also es waren 4 Freunde von mir, die dabei waren und einem Guide auf Deutsch. Und wir sind dann 2 Stunden durch Disneyland Paris geführt worden. Haben so ein paar Informationen bekommen, die man nicht einfach so bekommt. So ein bisschen Insiderwissen auch von den Cast-Membern, also es war schon ganz, ganz cool. Sachen wie zum Beispiel, dass es im Adventureland immer so 1-2 Grad wärmer ist als im Rest vom Park, weil dort der Bambus steht. Und das ist so, dass der Bambus die Hitze etwas zusammenhält, sage ich jetzt mal, oder die Wärme. Und deswegen ist es dort immer etwas wärmer als im Rest des Parks. Und es gab so ein paar Insider-Informationen über Phantom Manor und so. Darüber möchte ich aber jetzt nicht reden, weil das alles Sachen sind, die ich natürlich in kommenden Videos dann auch noch ein bisschen benutzen möchte natürlich. Und dann vielleicht auch nochmal in den Themenländer-Videos, die ich ja auch noch vorhabe, dann nochmal ein bisschen genauer beleuchten möchte und euch erzählen möchte. Stell dir vor, das Disneyland Paris wäre nur einen Tag für dich geöffnet. Was würdest du tun? Nur für mich geöffnet. Was würde ich tun? Ich glaube, ich würde hier meine Kamera mitnehmen, würde euch so viele Videos machen, wie es nur überhaupt möglich ist an dem Tag. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht alle Attraktionen ausnutzen bis zum Ultimo. Würde ich wahrscheinlich auch machen, dann nochmal alles fahren. Aber was ist denn ein Freizeitpark, wenn dort keiner ist? Dann kann man sich über nichts aufregen, man hat nichts zu lachen, man ist alleine unterwegs. Und alleine ist zwar schön, ich bin auch gerne mal im Disneyland Paris alleine unterwegs, das habe ich ja schon öfters mal gesagt, aber dann treffe ich ab und zu mal jemanden, dann hat man mal jemanden zum Reden und so komplett alleine möchte ich da gar nicht sein. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich diesen Tag mit Arbeiten verbringen dort und dann wirklich für euch Videomaterial erstellen. Zum Beispiel die Themenland-Videos, die hätte man dann perfekt drehen können, wenn dort keiner ist, um dann mal solche Sachen genau zu beleuchten. Es ist natürlich ein schöner Gedanke, das ist ja wie irgendwie im Spielzeugladen oder im Supermarkt eingeschlossen zu werden über Nacht, aber ich hatte ja zweimal das Glück und bin abends nach Parkschluss in den Park gekommen und durfte dort Fotos machen. Das war schon für mich ein besonderes Erlebnis und da bin ich sehr dankbar drüber, dass das damals funktioniert hatte. Und von daher habe ich sowas ja schon fast in der Art gehabt, nur waren damals die Attraktionen natürlich nicht geöffnet, die waren alle geschlossen. Wie schmecken die Turkey Legs? Ja, wie schmecken die Turkey Legs? Die schmecken wie Putenkeulen, gut gebraten mit einem Barbecue-Gewürz drumherum. So würde ich das sagen. Sind so ein bisschen sehnig, sind einfach lecker, schmecken einfach wirklich wie Putenkeulen. Was anderes ist es ja nicht. Also ich kann den Geschmack jetzt nicht besonders beschreiben, aber falls euch das interessiert, fahrt hin, probiert es einfach mal aus. Die kosten 9 Euro, wir haben sie ja jetzt auch noch mal gehabt im Video am Sonntag. Ich habe es einmal probiert vor ein paar Wochen und es war okay, aber es ist jetzt nichts, wo ich 9 Euro für ausgeben würde nochmal. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, das ist jetzt der Snack, den man unbedingt ausprobieren muss. Kannst du nicht mal ein reines Disneyland Paris Restaurant Video drehen? Ja, das wäre natürlich interessant, nur müsste ich dann, glaube ich, verschiedene Restaurants zusammenschneiden. Darüber habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht, ob ich sowas machen soll, aber
ja, ist halt echt ist etwas schwierig, praktisch von so einem Restaurant so viel Videomaterial zu haben, weil ich kann ja nicht einfach durch dieses Restaurant durchlaufen und alle möglichen Ecken und sowas filmen. Ich möchte niemanden stören, wenn ich so unterwegs bin, oder ich versuche es wenigstens niemanden zu stören. Und meistens bestellt man sich dann ein Menü und dann filmt man dann Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise ab und dann war es das auch schon, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da so unbedingt viel Videomaterial entsteht. Wenn man natürlich in Restaurants ist, wie jetzt beim Auberge de Cendrillon zum 30. Geburtstag am 12. April, dann ist ja auch noch so ein bisschen Bespaßung drumherum, weil die Prinzessinnen kamen zu uns an den Tisch, dann kann man natürlich so ein bisschen was zeigen, weil man denen so interagiert mit denen, aber so ist es halt eben tatsächlich schwer, so ein Video jetzt nur mit Restaurants zu füllen oder ja, mein Geldbeutel lässt es auch nicht zu, dass ich an einem Wochenende wirklich so viele Restaurants besuche, um euch das alles zu zeigen, und von daher, wer hat auch schon so viel Hunger, das dann alles auch zu essen. Gibt es Pläne für Disney Parks in Übersee? Ja. Gibt es Pläne? Nein, momentan gibt es keine Pläne. Ich habe tatsächlich Anfang des Jahres darüber nachgedacht, im Januar, wo Simone in den Staaten unterwegs war, auch vielleicht im Herbst nach Disney World zu fliegen. Aber dadurch, dass sich ja dann Anfang Februar der neue Job bei mir aufgetan hat, dass ich dann im Sommer jetzt wechsle zum 1.6., habe ich das Ganze erstmal auf Eis gelegt, weil ich wollte jetzt nicht meine Planung und sowas schon so weit hervorsetzen, um dann einen neuen Job zu starten und so. Das Wichtige ist für mich jetzt tatsächlich, und das, was an erster Stelle steht, ist tatsächlich der neue Job. Und da muss ich erstmal ankommen, ich muss dort wirklich mich einarbeiten. Und das ist das, was bei mir ganz, ganz oben jetzt auf der Prioritätenliste steht. Natürlich kommen solche Sachen wie der Avengers Campus und sowas alles dazu. Das muss ich irgendwie alles noch dazwischen packen. Aber es hat bei mir jetzt nicht die oberste Priorität. Das ist tatsächlich der Job. Und von daher habe ich auch diese Pläne für eine Überseereise, zum Beispiel nach Disney World oder so, dann auch erstmal auf Eis gelegt. Das kann ich auch immer noch im nächsten oder im übernächsten Jahr machen. Aber ich bin jetzt 12 Jahre in meinem Job gewesen und da war es natürlich dann so ein Trott. Da war es dann kein Problem zu sagen, okay, ich fahre da und da in Urlaub. Aber wie jetzt dann, wenn was Neues ist, wo man sich komplett neu reinfinden möchte, da möchte ich jetzt nicht einen großartigen Urlaub oder sowas planen, wenn ich noch nicht mal auf der neuen Arbeit so richtig angekommen bin. Von daher ist das erstmal auf Eis gelegt. Ich weiß, ich habe sehr, sehr viele Zuschriften bekommen. Warum fährst du nicht mit Brina und Simone nach Disney World? Die sind ja im Oktober, also September, Oktober zusammen unterwegs. Ja, natürlich hätte ich das machen können und als vierte Person dort mitfliegen, aber wie gesagt, das ist in diesem Jahr einfach absolut nicht möglich, da meine Prioritäten tatsächlich da ganz woanders sind im Moment. Am vergangenen Freitag konnte man ja diesen Schlüssel hier kaufen, den wunderschönen Castle Key. Und den konnte man ja nicht einfach so kaufen, sondern man musste dafür ein Liberty-Ticket ziehen. Ich habe die Frage gestellt bekommen, wie funktioniert das eigentlich mit der Liberty-App? Ja, ihr müsst euch die Liberty-App runterladen, die nennt sich einfach Liberty. Und das ist sowas wie eine virtuelle Warteschlange. Wenn ihr diese App aufmacht, dann bekommt ihr so eine Übersicht von den Orten, die Liberty anbieten. Dort findet ihr auch dann Disneyland Paris. Wenn jetzt so ein Schlüssel oder Pins oder sowas angekündigt werden, die mit Liberty gekoppelt sind, dann müsst ihr praktisch um eine gewisse Uhrzeit, das war jetzt in der letzten Woche Mittwoch um 18 Uhr, pünktlichst um 18 Uhr in dieser App sein, dann macht sich dort ein Slot auf und dann kann man sich dort ein Ticket ziehen, wenn man Glück hat. Das Ganze passiert innerhalb von Hundertstelsekunden, weil bei der Nachfrage zum Beispiel nach diesem Schlüssel, die ist ja immens groß gewesen. Also ich hatte tatsächlich kein Glück, ich war pünktlich dort in dieser App, aber ich habe keinen Code bekommen. Sven, Gott sei Dank, hat mich dann von der Arbeit aus angerufen und gesagt, ich hatte Glück, ich habe ein Los bekommen, also nicht ein Los, sondern ein Ticket, ein Anstellticket praktisch, ein virtuelles, und dadurch haben wir dann die Möglichkeit gehabt, zwei Schlüssel, weil man kann immer dann zwei davon kaufen mit einem Ticket. Das Ding ist, ihr habt dann in der Liberty-App ein Ticket und ihr müsst dann damit dann auch zu einer gewissen Uhrzeit auftauchen in diesem Laden. Und ihr dürft keinen Screenshot oder sowas von diesem Ticket machen, sondern ihr müsst tatsächlich euer Handy vorzeigen, wo das dann drauf ist, damit ihr dann wirklich zugelassen wird. Und dann habt ihr die Möglichkeit, den Schlüssel zu kaufen. Ja, das ist alles nicht einfach. Es ist alles sehr, sehr kompliziert und umständlich. Aber es gibt im Moment einfach keine andere Möglichkeit. Und das Disneyland macht diese ganz besonders limitierten Sachen immer über Liberty. Ich habe jetzt gerade nochmal in mein Handy geschaut nach der nächsten Frage und da sind ganz, ganz viele Danke von euch drin. Sagt man das? Danke? Oder Bedankungen? Keine Ahnung. Wo ihr mir Danke sagt für meinen Content, dafür, dass ich im Moment so viele Videos hochlade. Gerne kann ich nur sagen, es macht mir einfach im Moment sehr, sehr viel Spaß und das jetzt schon seit fast einem Jahr. Im Juni bin ich ja tatsächlich dann auch schon ein Jahr bei YouTube mit dabei
Und es ist einfach so, natürlich mache ich Instagram noch gerne, aber bei YouTube sind die Informationen viel, viel länger für euch verfügbar. Es ist halt wie so eine Suchmaschine. Ihr sucht nach Hoteltipps und gebt das bei YouTube ein und dann findet ihr diese Videos von mir, von Simone, von Brina und natürlich auch von anderen Leuten. Und das ist einfach für mich irgendwie nochmal viel, viel mehr wert, weil man auch auf Videos wie diese Tipps und Tricks Videos oder Hotelvideos oder Restaurantvideos oder keine Ahnung auf was, auch immer noch Wochen und Monate später Rückmeldung bekommt. Wenn man bei Instagram irgendwelche Informationen macht, dann packt man die meistens in die Story und die sind nach 24 Stunden weg. Die kann man in die Highlights setzen, okay, aber wer von euch liest wirklich diese Highlights? Ich mach's tatsächlich nicht. Nur noch ganz selten. Und wenn man das in irgendwie in einen Beitrag reinmacht, der rutscht irgendwo nach unten und man guckt da ja auch nicht nochmal drüber, waren da irgendwelche Informationen zu Hotels oder sonst irgendwas. Von daher macht mir YouTube einfach im Moment sehr, sehr viel Spaß und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass es auch sehr, sehr gut bei euch ankommt. Die nächste Frage war, was ist der Dapper oder Dapper Day? Der war ja in der letzten Woche, Simone und Brina waren ja da, schaut da gerne mal bei den beiden vorbei, die haben auch Videos dazu hochgeladen. Ja, das ist was ganz Besonderes, ich war noch nie zu diesem Tag vor Ort, habe also noch nie, ich muss mal jetzt schnell hier schauen, ob der Ton da ist, ja, der Ton ist da, war noch nie, wie gesagt, an diesem Tag dort. Und es ist einfach so, dass wohl in der Zeit, wo damals das Disneyland in Anaheim in Kalifornien aufgemacht hat, da gab es dann halt eben solche Artworks und Plakate und sowas, wo die Leute im schönsten Zwirn, im schönsten Sonntagsoutfit in diese Freizeitparks gegangen sind. Und um dem Ganzen nochmal zu huldigen, sage ich jetzt nochmal, oder zu gedenken, geht man am Dapper Day, der meistens, glaube ich, im Frühjahr und im Herbst ist, also zweimal im Jahr, geht man in die Disney-Parks dann in seinem schönsten Outfit. Das muss nicht jetzt das ein Outfit aus den 50er, 60ern oder 70ern sein, sondern das kann auch meinetwegen euer Kommunionsanzug sein, wenn ihr noch da reinpassen solltet, oder Kommunionskleid, was auch immer. Also ihr geht einfach dann peak-fein in diese Parks und das ist halt eben was ganz Besonderes. In diesem Jahr wollte ich eigentlich auch dabei sein, hatte auch noch ein Ticket, aber ich musste arbeiten, hatte noch privat einen Termin. Von daher ist es dann für mich erstmal ausgefallen. Wer weiß, vielleicht klappt es ja im Herbst. Was ist meine Lieblingsleckerei im Disneyland Paris? Ja, das variiert eigentlich immer. Es ist jetzt natürlich dieses tolle Hörnchen mit dieser Mousse und mit dieser Ananas und der weißen Schokolade. Das ist natürlich ein Highlight, aber es gibt auch andere tolle Sachen. Zum Beispiel das Bananenbrot damals zum Lion King Event war sehr, sehr gut. Aber ich habe jetzt nichts, tatsächlich wirklich überhaupt nichts, wo ich sage, boah, das darf ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Dafür muss ich jetzt unbedingt nochmal los und muss mir das kaufen. Also nö, also es hat mich noch nie etwas völlig aus den Socken gehauen. Tatsächlich dieses Mousse, das war schon sehr, sehr gut, aber wenn es das halt nicht verfügbar ist, dann ist es halt so, dann bin ich jetzt auch nicht so wirklich traurig darüber. Wohin ziehe ich mich zurück, wenn ich ein bisschen Ruhe brauche? In den Freizeitparks oder im Disneyland Paris? Ja, in Freizeitparks generell, da, wo man dann schön zusammensitzen kann. Mal vielleicht in die Hotels, dann in ein Restaurant und so. Und so mache ich das tatsächlich auch im Disneyland Paris. Im Disneyland Paris gibt es ja selten irgendwelche Ecken, wo man sagt, okay, hier hat man ein bisschen Ruhe, hier kann man mal ein bisschen runterkommen. Das ist nicht so im Europapark oder so gibt es da schönere Ecken, wo man sich mal so ein bisschen einfach hinsetzen kann, vielleicht mal einen Cocktail trinkt oder ein kaltes Getränk, hat man im Disneyland ja einfach nicht so. Aber wie gesagt, die Table-Service-Restaurants, das sind so meine Rückzugsorte, wo ich gerne mittags oder abends dann mal ein bisschen länger, vielleicht auch mit Freunden dann da sitze, um den Tag so ein bisschen ausklingen zu lassen. Was hat meine Freizeitparkleidenschaft so richtig geprägt? Kann ich gar nicht sagen. Also das ist bei mir einfach so schon von Anfang an, seitdem ich denken kann, so mit drin. Es ist so, ich habe das ja schon mal erzählt, meine Eltern waren damals selbstständig und wir hatten keine Möglichkeit, durch die Arbeit von meinen Eltern praktisch im Sommer einen großen Urlaub zu fahren oder generell in den Ferien. Wir haben halt das so dann gemacht, dass wir immer Kurztrips unternommen haben, mal ein verlängertes Wochenende und so. Und das war dann meistens irgendwelche Sachen wie zum Beispiel Center Parks oder natürlich auch damals das Disneyland Paris, das habe ich ja schon öfters erzählt, und natürlich auch andere Freizeitparks. Und das ist einfach so das Ding, wie ich in diese ganze Sache praktisch so mit reingerutscht bin. Und das ist praktisch auch der Grund, warum ich Freizeitparks auch heute noch wirklich liebe. Die nächste Frage ist, wie bin ich zu YouTube gekommen? Ja, wie bin ich zu YouTube gekommen? Das war eine Sache. Simone macht ja schon länger Disney-YouTube, sage ich mal. Ist ja schon, war mit, glaube ich, die erste Disney-Influencerin, die auch bei YouTube unterwegs war. Und ich habe das natürlich immer mitgekriegt und dachte, okay, was hat die an der Arbeit hier? Alles, die ganze Filmerei und die Schneiderei und so. Und habe mir das tatsächlich niemals selber zugetraut. Dachte, boah, das packst du nie. Neben Bilder machen für Instagram und Stories und so. Wie willst du denn das überhaupt noch unter einen Hut bekommen?
Und dann hatten wir den Lockdown ja, den verlängerten im letzten Jahr, der sehr, sehr lang war. Und im Juni ging es ja dann wieder los mit dem Disneyland. Und ich habe immer so oft die Anfragen bekommen, du bist öfters bei Simone zu sehen, möchtest du nicht mal deinen eigenen Vlog machen? Und dann habe ich mir tatsächlich dann in dem Urlaub, ich war damals noch in Griechenland und habe dann mir Gedanken darüber gemacht, wie könnte ich das vielleicht auch auf die Reihe bekommen? Dachte, okay, ich weiß ja gar nicht, ob es so wirklich von euch gewollt ist, ob ihr wirklich daran Interesse habt, dass ich auch YouTube mache. Und hab dann von der Eröffnung praktisch mal einen Vlog gedreht, hab den auch am selben Tag noch veröffentlicht. Und der kam sehr, sehr gut bei euch an. Und so ging das praktisch los. Ich hab dann nach und nach, ist dann mal mehr und mal weniger Videos hochgeladen, bis dann irgendwann diese Regelmäßigkeit kam, dass ich meistens zwei Videos auf jeden Fall in der Woche hochgeladen habe. Und mit jedem Video, was ich für euch aufgenommen habe, mit jeder Resonanz, mit jedem Kommentar, mit jedem Like und so, was ich von euch bekommen habe, wurde ich natürlich dann auch angetrieben. Es hat mir immer mehr Spaß gemacht und wie gesagt, das habe ich ja eben schon mal erklärt, das ist bis heute so geblieben. Ich finde es was ganz Besonderes und was ganz, ganz Dankbares, muss man auch ganz, ganz klar sagen. Und es macht mir einfach Spaß und mich dann auch weiterzuentwickeln, neue Kamera, neue Technik, was weiß ich, Mikrofon und so. Das sind alles so Sachen, Technik und so ein Thema für mich. Und da ist ja YouTube, glaube ich, ja, wie gemacht für. So, um das Video jetzt nicht ewig lang laufen zu lassen, habe ich jetzt noch ein paar kleine Fragen, die ich dann jetzt versuche, so schnell wie möglich für euch zu beantworten. Kannst du Paartanz? Nein, kann ich nicht. Also tanzen ist so ein Ding, da bin ich die absolute Nulpe drin. Da brauchen wir gar nicht erst anfangen. Mehr als Macarena und den Ententanz, darüber komme ich nicht hinaus. Und Paartanz, also nee, öfters versucht und immer kläglich gescheitert. Von daher, das ist nichts für mich. War auch nicht in der Tanzschule und so. Hatte da als Kind tatsächlich auch gar kein Interesse dran. Also wenn singen oder so, dann vielleicht ja. Kann ich aber auch nicht. Also von daher bittet mich ja nicht darum, für euch zu singen. Schaut vielleicht mal bei TikTok vorbei. Da habe ich einmal gesungen, glaube ich sogar. Aber tanzen, nein. Und Paartanz, leider auch nein. Bekommt man zu den Menüs im Disneyland Paris Ketchup und Mayo? Ja. Und das zu Genüge. Also das ist sowieso so ein riesengroßes Problem, finde ich. Also wenn ihr so ein Burger-Menü meinetwegen im Café oder Restaurant und Kulisse, so heißt es ja, kauft oder im Café Hyperion, dann bekommt ihr immer so eine Handvoll mit Mayo und Ketchup, ob ihr jetzt wollt oder nicht. Und die meisten Sachen davon fliegen einfach in den Müll. Also Tipp an euch, wenn ihr kein Mayo esst oder auch kein Ketchup, sagt am Counter direkt Bescheid, dass ihr es nicht braucht, weil die meistens euch sonst nachher aufs Tablett und dann fliegt alles in den Müll. Und das ist immer sowas von unkontrolliert. Also wer braucht bei einer Portion Pommes 5, 6, 7 von diesen Päckchen mit Mayo oder Ketchup? Das ist einfach immer total übertrieben. Und ich weiß auch gar nicht, warum das Disneyland das so handhabt. Ich finde das gut, dass es das gratis zum Menü dazu gibt. Also was heißt gratis? Die Menüs sind ja teuer genug. Aber ich finde, man kann ja fragen, braucht ihr 2 oder 3 Mayo oder Ketchup? So eine ganze Hand ist einfach viel zu viel und muss einfach nicht sein in meinen Augen. Kann man das Gepäck im Auto lassen, wenn man am Hotel ankommt? Ja, wenn ihr am Hotel ankommt, dann müsst ihr natürlich mal ganz kurz euren Kofferraum aufmachen, wenn ihr vorne auf den Parkplatz fahrt. Aber das ist praktisch nur so zur Kontrolle, wie so ein Security-Check. Aber wenn ihr dann noch nicht einchecken könnt, also ihr könnt natürlich schon einchecken, aber ihr könnt noch nicht aufs Zimmer, könnt ihr natürlich euer Gepäck im Auto lassen, das so lange wie ihr wollt. Da schaut dann keiner mehr nach. Also es ist absolut überhaupt kein Problem. Dann war die nächste Frage, kann man die Mautstraßen komplett umfahren? Ja, natürlich, das ist euch überlassen. Das könnt ihr in eurem Navigationssystem eingeben, dass ihr keine Mautstraßen nutzen möchtet. Aber ihr fahrt dementsprechend lang natürlich, ne? Also ich habe es tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe eine günstige Mautstrecke gefunden praktisch. Was heißt gefunden? Die wurde mir so vorgeschlagen, die halt um einiges günstiger ist als die schnellste Route. Von den Kilometern her identisch, aber die günstigere ist halt nur eine Viertelstunde länger. Aber komplett ohne Maut wären es, glaube ich, ein Viertelstunde länger oder so. Und das macht es dann nachher im Sprit und so dann auch wieder nicht wett. Von daher spart man da nicht wirklich. Also überlegt euch das genau, die Mautstraßen zu umfahren. Bei den Spritpreisen, die da gerade herrschen, muss das vielleicht gar nicht sein. Und die letzte Frage war, was schätzt du am Phantasialand? Mal keine Disney-Frage. Was schätze ich am Phantasialand? Das Phantasialand ist genau wie das Disneyland ein Park meiner Kindheit. Den Park habe ich damals, glaube ich, mit als erstes besucht. Und da habe ich sehr, sehr viele tolle Erinnerungen dran, sehr, sehr viele tolle Erlebnisse. Der Park wandelt sich die ganze Zeit im Moment leider ins Schlechtere, was ich sehr, sehr traurig finde, weil wenn man sieht, die Wartezeiten gerade am Wochenende oder so sind überhaupt nicht mehr vorhanden, weil es immer noch keine Jahreskarten im
Phantasialand gibt und auch immer noch keine angekündigt sind. Und auch ich muss sagen, ich bin gerne im Phantasialand und habe da vor kurzem ja auch ein Video hochgeladen und habe auch natürlich vollen Eintritt bezahlt. Das sage ich da auch nochmal dazu. Und natürlich würde ich jetzt auch gerne nochmal in den nächsten Wochen fahren, aber ich sehe es jetzt nicht nochmal einen vollen Eintritt dafür zu bezahlen und dann im Wintertraum auch nochmal wieder Eintritt zu zahlen. Ich finde das dann einfach mit Jahreskarten besser. Von daher hoffe ich einfach, dass es bald wieder Jahreskarten gibt und es irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass man einmal einen Betrag zahlt und dann kommen und gehen kann, wann man möchte, um nicht immer den vollen Eintritt zahlen zu müssen, weil das ist dann doch sehr, sehr teuer, wie ich finde. Gerade zwei von den Ausflügen sind dann schon 120 Euro fast und die Jahreskarte hat damals 210 Euro oder sowas gekostet und da konnte man so oft kommen, wie man möchte. Der Europapark verkauft ja seit der letzten Woche wieder Resortpässe, so heißen sie ja, in Silber und in Gold. Sind auch nicht günstig, aber es gibt auf jeden Fall wieder jetzt für die Fans eine Möglichkeit, mit Jahreskarte in die Parks zu kommen und das sollte sich das Phantasialand auch zu Herzen nehmen und darüber nochmal nachdenken, weil wenn im Sommer jetzt keine Leute kommen und der Park leer ist, ist es einfach auch einfach nur schade darum und irgendeine Möglichkeit wird sich da ja auch finden. Ich finde es einfach nicht okay, immer noch Corona oder sowas vorzuschieben. Natürlich gibt es Gründe, natürlich waren das alles Verluste diese ganze Zeit, das weiß ich auch, aber andere Parks und kleinere Parks sogar schaffen das ja auch irgendwie. Da sollte das Phantasialand das auch irgendwie auf die Reihe bekommen. Ja, und das war's dann jetzt auch mit diesem Video, mit diesen ganzen Fragen. Wie gesagt, ich habe mir jetzt einfach nur ein paar rausgequetscht. Das waren dann noch viele, die ich auch schon mal in anderen Videos beantwortet habe, die ich dann jetzt einfach mal ausgelassen habe, weil es bringt ja auch nichts, wenn ich euch hier jedes Mal wieder dasselbe erzähle. Ich habe euch mal Merlin vorgestellt. Ich hoffe, er gefällt euch genauso wie mir auch. Ich bin sehr, sehr froh darüber, habe sehr, sehr viel Spaß. Habe ja, wie ich schon zu Anfang gesagt habe, Urlaub im Moment, aber heute Morgen um kurz vor 6 war dann die Nacht schon vorbei, weil Merlin dachte, er müsste spielen. Und was macht man nicht alles. Es kommen noch lustige Zeiten auf jeden Fall. In dieser Woche steht auch noch ein bisschen was an, denn es geht in dieser Woche auch noch mal vielleicht am Mittwoch zu einem ganz besonderen Ort. Das ist aber noch nicht so sicher. Da weiß ich auch noch nicht, ob ich die Kamera mitnehmen kann. Und am Freitag, Samstag und Sonntag bin ich wieder in Disneyland Paris unterwegs mit Vivi und Kevin. Und Sven ist auch wieder dabei. Und dann machen wir 3 Tage lang das Resort unsicher. Es wird halt eben noch mal so ein Abschlussausflug für mich, bevor es dann nächste Woche Mittwoch so richtig im neuen Job losgeht, weil dann, wie gesagt, bin ich natürlich auch an den Wochenenden ab und zu dann im Park, im Eifelpark zu finden und kann natürlich nicht immer wie jetzt so frei über meine Wochenenden verfügen und immer in irgendwelchen Freizeitparks rumlaufen. Es wird sich viel ändern, es wird sich hier bei YouTube wahrscheinlich nichts ändern. Klar kann es mal sein, dass ich mal weniger Freizeitpark-Content habe, mehr Vlogs von anderen Sachen und so, aber das wird die Zeit zeigen, kann ich jetzt definitiv noch nicht sagen, dafür ist es ja noch zu früh. Im Moment bin ich ja nur Minijob-Basis dort eingestellt gewesen für jetzt den Mai und für den April und dann, wie gesagt, ab 1.6. Vollzeit. Und ich freue mich auf eine ganz spannende Zeit und ich freue mich über jeden, den ich auch im Eifelpark von euch treffe. Das waren jetzt schon einige. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Der Park muss endlich in eure Köpfe auch kommen, sodass ihr auch endlich mal euch einen Ruck gebt, uns dort besuchen kommt. Es lohnt sich auf jeden Fall und auch in diesem Sommer und in diesem Herbst steht noch einiges an, aber dazu dann noch zu einem anderen Zeitpunkt mehr hier auf diesem Kanal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich definitiv über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann natürlich auch über ein Abo und aktiviert die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos mehr verpasst. Wir sehen uns auf jeden Fall in dieser Woche schon wieder im Disneyland Paris oder vielleicht auch noch irgendwo anders. Das weiß ich, wie gesagt, noch nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns und das ist ja wohl das Wichtigste, oder? Bis dahin, bye bye.